Hallo und der willkommen bei, wie heißt es, Supermarket Together? Auf Steam kostenlos. Hallo. Wir werden einen Supermarket Together machen und was ihr darüber wissen solltet, ist, dass der Markt Moldi heißt. Ich habe glaube ich schon einen neuen Job Moldi gefunden. Das klingt schon Hotdog? Nicht. Ich hätte gern einen Hotdog. Ich stehe auf der falschen Seite, Tommy, du bist der Kunde. Bin ich der Kunde? Das ergibt so viel Sinn. Nee. Ja, keine Ahnung, ich greife da so ein bisschen drüber und nehme den Hotdog einfach. Ich glaube, okay, einfach so, hier steht Low Price, ich kann einfach mitnehmen, so einen Hotdog. Man geht einfach zum Hotdog-Stand und warum sind die so schwarz? Guck dir das an, die sind schon durch. Ja, ja. Hätten wir mal den Laden hier aufzumachen. Dalton, Gebrüder, wer hat den Schlüssel? Deswegen machen wir einen Supermarkt, damit es hier richtiges Essen gibt. Richtig. Nur der coole Leute erlaubt. Hast du es geschrieben, Johnny? Ich war das. Ich meine, du warst hier hinten irgendwie. Und da kann die Skins auch einstellen. Oh, nur warum können wir da nicht rein? Ja, weil alle gleichzeitig rein wollen, oder? Wir sind nicht cool. Moment. Wir sind einfach nicht cool. Oh, wir können hier, einstellen. Wie viel Kassierer? Ein Kassierer? Oh mein Gott. Heißt, nur coole Leute können hier rein, dass man DLC kaufen kann? Ja, das muss man irgendwie freischalten oder so. Safe. Bestimmt mit Ingame-Käufen kann man da rein. Ich könnte übrigens die Kasse machen, wenn ihr wollt. Wir können Ladenplatz kaufen. Können wir irgendeine Box nehmen und mich einfach durch die Wand glitschen? Und dann kann ich mich anziehen. Hast du mal Magneto-Stick? Kannst du ein Fass bauen? Ich mach sauber. Wollen wir ein Produktregal hier aufstellen? Okay, habt ihr schon, okay. Es gibt kein DLC, was man kaufen kann. Zwei Produktregale, eine Kasse und ein Lagerregal. So, wisst ihr, was das rückwärts geschrieben heißt? Warum bin ich umgefallen? Was? Ich überleg die ganze Zeit, wie ich den scheiß Besen wegstelle und auf einmal ich morgen die Eisziele. Vor allem, du machst so richtig so. Holy shit. Vor allem, das sieht so witzig aus mit dem Besen in der Hand. Kommt her. Bin bewaffnet. Du bist einfach der neue Schüler bei Slytherin. Wie kann es sein, dass Tommy schon wieder gewinnt in einem Spiel, wo wir einen Supermarkt simulieren? Das ist ein guter Punkt. Wie lege ich den weg? Oh, F. Okay. Jetzt bin ich dran. Wie lege ich den weg? Die Geister, die du riefst, wirst du jetzt nicht mehr los. Oh mein Gott, ich sehe es erst jetzt. Tommy nochmal. Aua. Tschüss. Aua. Okay, Fuli, wo soll die Kasse hin? Jetzt wird der Müll rausgebracht. Okay, Maeve, let's go. Boah, Duell. Fuli, du machst das schon, ne, Chef? Danke. Ja, ich baue da. Ihr spielt nur mit dem Besen rum und ich baue hier das Zeug. Ich würde das in echt auch ablaufen. Wir würden uns irgendwie im Lager mit so Einkaufswagenrennen liefern. Au. Aua. Hallo, Mogia muss die Kasse aufbauen. Okay, wie viel von das Ding weg? F. F in Chat. Natürlich F. So. Boah, das ist eine Kasse. Ganz recht. Das ist definitiv eine Kasse, ja. Wir haben einen Franchise-Punkt zur Verfügung. Punkte werden durch den Besitzer eines erfolgreichen Geschäfts verdient. Ja, shit. Gehen Sie den Manager rum und erwerben Sie den ersten Vorteil auf der Tafel des Vorteils. Was? Na hier! Tafel des Vorteils. Das Brot. Pasta Penne. Oh, ich hab den Besen da in den Tisch geworfen. Reis. Oh, ja, jetzt haben wir Pasta. Milchprodukt oder Aufgüsse? Aufguss! Und Milchprodukte. Ja, mehr Punkte haben wir eh nicht. Braucht dafür einen Besen? Großartig, Sie haben das erste Produktpaket erworben. Es ist wichtig, daran zu denken, dass die Kunden, sobald sie ein Produktfranchise erworben haben, erwarten, dass diese Produkte im Laden sind. Oder sie werden sich beschweren über die... Oder sie werden beschwere dich über Existenzen. Jetzt zur Manager-Tafel. Klicke hinein und dann auf Produktbestellung. Wer will Produktbestellung machen? Ich bin schon dran. Ich hab einen Grafikfehler, okay, ich geh wieder raus. Ich beschwere mich gerade über Existenzen. Ja, ich hab den Besen vor meiner Fresse jetzt. Ich hab dasselbe Tutorial. Ich muss auch die Produktregale kaufen. Okay, ich kaufe auch zwei. Ich muss auch zwei Produktregale kaufen. Wir müssen es alle machen. Ah, hier, Produktregal. Ich hab schon viele Lagerregale gekauft, das bisschen. Wie kann ich das drehen? Ich komme hier nicht mehr weg, ich habe mich, glaube ich, gesoftlockt. Drehen ist Linksklick. Platzieren. Linksklick und Rechtsklick, ja, oh mein Gott. Ja, aber eine Kasse und ein Lagerregal. Was ist eine Kasse? Da. Hast du gerade Spaß mit dem Besen? Ja. Hä? Oh mein, warum ist die Kasse so fett? Ich gehe mal zur Produktbestellung. Und ein Lagerregal.
Das ist doch total bescheuert, wenn wir das alle machen müssen. Ich glaube, das muss nur einer komplett machen und dann wäre es freigeschaltet für alle. Aber wir können das alle machen, wir müssen nicht. Die geben, glaube ich, das ganze Geld gerade aus, ne? Also ich mach's gerade nicht. Wir haben pro Spieler $2000 bekommen beim Reinjoinen. Achso. Also wir haben auch mehr Geld pro Spieler. 2460. Mach ich das Baumenü wieder zu. Magerkäse ist richtig teuer. Wenn den jemand klaut, dann gibt's Ärger, okay? Freunde, ich habe gerade für $1200 eingekauft. So, dann müssen... Nice. Da kommen die Pakete doch schon angeregnet. Oh mein Gott, ich sehe es da draußen. Oh Gott. Warum haben wir so viele Kassen im Arsch stehen? Meine steht doch nicht mal, die kommt noch. Jeder braucht eine Kasse. Bei mir, ich habe eigentlich alles gemacht, aber es geht bei mir nicht weg oben rechts. Okay. Ja, das, ich hätte nicht genug Blut haben für die Kasse, von wegen jeder 2000 bekommen. Ja, vielleicht hat irgendwer mehr ausgegeben. Ja, weil ich die Produkte gekauft habe. Ich glaube, wir haben gemeinsames Geld. Ja, wahrscheinlich. Okay, also Warte mal, wie verkaufen wir dann zum Beispiel eine Kasse wieder? Keine Ahnung, ihr habt die Scheiße gekauft, nicht ich. Wieso haben wir so viele Kassen? Oh nein, die Leute bedienen sich einfach bei unseren Waren, schnell. Hä, der Laden ist doch noch zu, oder? Trag die Kisten rein. Nee, ich meine die Bestellung, die draußen. Oh, man hat direkt Müllcontainer. Oh, ich hab's auf die andere Straßenseite einfach gebracht. Ich habe übrigens von jedem Produkt eins gekauft. Falscher Behälter-Typ, okay. Warte mal, was trage ich hier gerade? Kann man Türen... die Tür geht wahrscheinlich erst auf, wenn wir arbeiten. Brauche ich hier eine Gefrierkühltruhe für? Was? Ich kann das ins Regal stellen. Wo können wir die dann Kisten jetzt wegschmeißen? Beim Müllcontainer hier draußen. Warum nicht, die liegen ja schon irgendwie Scanner am Boden. Wie kann ich das Baumenü wieder schließen? Das ist ja falscher Behälter-Typ. Ja, genau, ich dachte auch gerade, die brauchen wir einen Kühlschrank oder so vielleicht. Ja, für den Joghurt. Den Joghurt. Den Joghurt. Und den Käse. Brauchen wir einen Kühlschrank. Käse? Das ist doch ein Schwamm. Ich habe keine Ahnung, was ich hier einsortiere. Reis. Einfach mal reinmachen und dann sehen wir es. Produkte werden platziert, aber zunächst mit dem Selbstkostenpreis gekennzeichnet, was keinen Nutzen bedeutet. Mein Tutorial ist übrigens nicht weitergegangen, nachdem ich alles gekauft habe. Gehen Sie in den Manager-Raum und nehmen Sie eines der Preisgeräte. Oh oh, wer will das machen? Wahrscheinlich sollte ich es machen für das Tutorial. Na, let's go. Ich hole das Preisgerät. Sind diese Scanner, das sind die Preisgeräte. Ich packe mal hier diese Kühlsachen ins Lager, ne? Da halten die bestimmt besser. War nur ein freundschaftlicher Schubser. Hast du gut gemacht, gute Arbeit. Sehen Sie auf ein Regal. Bitte nicht schlagen, aber. Nicht schlagen. Muss ich wirklich mit dem Mausrad nach oben rollen, um jeweils einen Cent dazu zu machen? Nimm mal den Besen. Bitte schlag mich nicht weg, sonst muss ich den Preis neu einstellen. Schlag mich da rein. Oh ja, gute Idee. Schade. Warte, ich versuche. Das ist wie bei Mario 64, wir müssen diese eine Ecke mit dem Türrahmen finden, um das nicht kommt. Ja. Ich wollte mal gucken, wie weit ich hier weglaufen kann, die Straßen lang und so. Ja, viel Spaß. Bis dann. Ich gehe auch spazieren. Da rennt Maeve, der stratzt hier durch. Bei Super Mario Simulator kann man die ganze Stadt durchgehen, aber hier ist eine unsichtbare Wand. Ah, hier ist schon vorbei. Okay. Hier ist Jurassic World Werbung. Sparky World. Sparky World? Bei mir ist da... Und Sauce. Sauce. Ah, das ist nicht gesynkt. Das wechselt bei mir in einem anderen Rhythmus als bei dir. Okay. Falscher Behältertyp, auch nicht. Okay. Hast du einen Kühlschrank gekauft? Ja, warte mal, kann ich mit dem Besen... Oh mein Gott, ich kann mit dem Besen tatsächlich Passanten umnocken. Warum knockst du die Passanten um? Der schreit I, wenn du das machst. Ja, I. Steck den Besen in deinen Arsch! Das steht hier! Ja, das steht, das hat der NPC zu mir gesagt! Steck den Besen in deinen Arsch! Steck das Besen in deinen Arsch! Au! Okay. Ich lass jetzt die Finger davon. Ich will Die Polizei sagt, die würde ich geschlagen haben. Hilfe! Was? Die Polizei sagt zu dir, nachdem du sie geschlagen hast? Die Frau hat gesagt, Polizei! Maeve, ich glaube, wir verjagen gerade unsere potenziellen Kunden. Ihr Laden ist jetzt bereit zur Eröffnung. Um Kunden hereinzulassen, drücken Sie den grünen Knopf im Zimmer des Managers. Lesen Sie uns erst die folgenden wichtigen Informationen. Jeden Donnerstag steigt die Marktinflation für einige Produkte und Sie müssen die Preise überprüfen, okay? Sie können leere Kartons in den Container direkt vor der Tür werfen oder sie zum am weitesten entfernten Container auf der anderen Straßenseite tragen und durch Recycling etwas Geld zurückverdienen. Was? Das Geld kann mit einem Bonus erhöht werden. Oh, will jemand ein bisschen losmarschieren und Geld verdienen? Ich meine, wir haben keinen Müll mehr.
Wir müssen irgendwie erstmal die Kassen loswerden. Doch, hier liegen ja. Hat ja, ja war, eine Ahnung? Wir sind noch nicht fertig. Am achten Tag haben Diebe und Müll die Chance aufzutauchen. Die Lösung für beides ist der Besen. Schlagen Sie die Diebe und Sie lassen pro Schlag ein gestohltes Produkt fallen. Alter, an jeder Kasse kann eine Schlange von 8 Kunden stehen. Sie werden nicht ungeduldig, aber zusätzliche Kunden, die keine freie Kassenschlange entdecken, werden zu Dieben und gehen ohne zu bezahlen. Alter. Überprüfen Sie alle Bonusse, mein Lieblingswort, die erworben werden können. Und weil ich kann nicht darunter scrollen, das heißt, das war alles. Juni, okay. Boni. Ja, okay, jetzt müssen wir irgendwie aber echt mal rausfinden, wie wir hier ein paar Sachen... Okay. Ich bin der Ladendetektiv, ich heiße sowieso schon Jonas. Ich räume hier noch ein bisschen auf. Haben wir leere Kartons irgendwo? Oh, wisst ihr, wie man den Preis einstellt? Mit dem Scanner. Ihr nehmt so ein Gerät und dann geht ihr auf, oh, ich habe nicht mal alle Produkte eingestellt. Und dann könnt ihr mit dem Mausrad nach oben scrollen, um den Preis leicht zu erhöhen oder ein bisschen mehr, wenn man E gedrückt lässt und dann mit dem Mausrad hochscrollt. Ja. Also das hier ist ja viel zu billig. Wer hat das denn gemacht? Was? Ich habe scheinbar nicht alles erwischt. Preis Johnny, da wollte ein Kunde ran. Oh, das war ein Kunde. Ich dachte, du bist das. Die ist für den Kunde. Schön, hier haben Lager eingeräumt. Wie viele Besen haben wir? Ich weiß nicht, warum wir so viele haben. Habe ich den Preis erhöht und der Kunde dachte sich, nee, das will ich Herr nicht kaufen. Herrgott. Es ist so schwer. Das rein oder raus. Schlag mich härter, Baby. Steck dir den Besen in deinen Arsch. Das ist nicht das Besen. Jungs, das ist in deinen Arsch. Ich habe uns einen Fernseher gekauft, der nicht funktioniert. Unser ganzes Geld dafür ausgegeben. Wir haben noch 1,20 Dollar. Okay, wir müssen jetzt verkaufen, da kommen die Kunden. Haben wir noch leere Kartons? Guten Tag, Madame. Scan. Karte. Ich war mir ziemlich sicher, diese alte Frau wird was geklaut. Ich habe sie schon mal vorzeitig geschlagen. Wir haben 7 Dollar. Doch, ich hatte gerade eben. Muss man hier auch Geld zurückgeben wieder? Ja, muss man. Aber meine Kasse. Da müssen wir die Preise angenehmer gestalten. Da steht jemand an der Kasse. Hallo, bedient eure Kasse. Man kommt, man kommt da nicht ran an diese Kasse. Ja, jeder seine, die er aufgestellt hat. Ich habe keine aufgestellt. Okay. Oh, das ist so dämlich. Wir müssen irgendwie echt lernen, wenn man die Kasse los wird. 5,42. Warum? Es sind doch genug Leute, oder nicht? Ja, eben. Oh, nee, danke. Die teilen sich halt auf, das ist bescheuert. Zurückzugeben das Geld 30. Kann man eine Kasse viel schließen einfach? So wie bei Supermax oder so? Ist ja auch ganz gut. Ich finde, Maeve sollte sich um die Kasse kümmern, gemessen daran, dass 90. er schon Fernseher gekauft hat. Ich hab mich jetzt schon, geirrt. Maeve, aber der wieso hast Katsching. Wieso hast du dir überhaupt schon einen Fernseher gekauft? Ich 17 gesehen, Dollar. Man kann eine Blume für 40 kaufen oder einen Fernseher für 200, dann dachte ich mir, das ist keine Frage. Ich hab bei Fullys Kasse eine Blume hingestellt da. Oh, das ist ja süß. Oder eine Pflanze eher. Zurück. Du hast da eine linke Kasse und da musst du das Geld rausklicken. Hab ich. Ja. So, ja, ich hab die Preise passt, ein bisschen. Dann liegt Geld auf der Theke. Das liegt nicht da, aber gut eingestimmt, stimmt aber, was ich gemacht habe. Ja, zurückzugeben das Geld, aktueller Betrag 0. Du musst 38 Dollar. Ich dachte, die 11,67. Nee, 38 brauchst du. Ja, jetzt hab ich's. Hast du? Nein, ich meine, jetzt habe ich es verstanden. Aber ich sehe noch kein Geld. Oh, Supermarktname, wie wollen wir uns einen Supermarkt nennen? Mogia. 24. Ja, das hatten wir vorher schon so genannt. Okay, dann bleiben wir bei Moldi. Moldi. Du hast doch vor der Aufnahme gesagt, wir nennen den Moldi. Ja, so habe ich es eigentlich auch genannt, aber. Klingt ein bisschen verschimmelt. Wo gibt man überhaupt einen Namen für den Supermarkt ein? Das weiß nur der Manager, das braucht dich nicht zu interessieren. Ich habe immer ein bisschen zu viel Rückgeld gegeben. Ich hoffe, die kommen deswegen öfter her. Was? Johnny? Das sollten alle Läden so machen. So ein ganz bisschen Rückgeld, damit man keinen Verlust hat, aber dass der Kunde auf jeden Fall zurückkehren will. Weil er sich denkt, oh, vielleicht passiert das beim nächsten Mal wieder. Das ist Bestechung. Hast du den Fernseher gekauft, Maeve? Das ist super smart, Fully. Wie komme ich wieder aus dem Manager-Menü raus, Mogi? S. Geh einen Schritt rück. SV-Manager. Wow. Aber wir können auch Ladenplatz kaufen. Hier, guck mal, hier. Ich mach Reibach, Gerät hier. Da kannst du so Deko kaufen. Haben wir nur. Oh mein Gott, die Kunden stecken alle fest. Die Regale. Es klingelt in den Ohren. Oh nein, du hast recht. Warte, ich hau sie raus. Wir können die Regale verschieben. Moment. Hab's. Verschoben. Okay. Eins. Ihr macht das Kinder. Alter, was machen die? Wieso gehen die genau hier durch? Oh, das geht doch nicht. Ich hab die Regale aus dem Weg geräumt. Die sind halt dämlich. Das habe ich nicht gefunden. Emmentaler. Boah, der sieht aus wie ein Dieb. Ganz ehrlich. Hast du den verprügelt? Retail ist der undankbarste Job von allen. Raus hier, du Hallo, Mann. Oh, danke. Danke. Oh, jetzt. Ja, wir brauchen ein bisschen Beleuchtung hier. Wer schlägt hier die Kunden? Meinen Kunden?
Zombie? Zombie hat gesagt, er sieht aus wie ein Dieb. Ich stimme zu. Raus hier. Also der Laden. Mach, dass du Slides siehst hier. Hier wird nichts gekauft. Hier gibt's nichts umsonst. Warte, hier raus hier. Gekauft? Doch, kaufen dürfen die. Verkaufbar mehr, ich muss mehr Lampen kaufen. Wer hat Licht gemacht? Das ist ja stark. Ich bin die ganze Zeit am Man weiß, aua, man weiß ja nie. Ja, oder? Oh, der Dieb kauft bei mir ein. Man kriegt keine Pause, wenn man eine Kasse bedient. Man muss die ganze Zeit... Ja, wir haben ja später Angestellte. Abkassieren. Zurücklehnen und absahen, Jungs. Ich mach prinzipiell Kasse. Tut mir leid, dass der Vanille Joghurt ausverkauft ist. Okay, wir haben nur noch 8 Dollar. Bogi, du siehst aus wie so ein richtiger Manager mit so einem Tablet, läuft hier rum und guckt die Lampen an. Überprüft, ob alles richtig hin. So fühlt man sich also als Angestellter. Man arbeitet den ganzen Tag und das Geld ist trotzdem ausgegeben. Ja, dafür habt ihr Licht! Schau mal, wie hell das hier ist! Ja, die sind viel zu hell. Ich hab grad 20 Dollar reingekriegt. Es ist so hell, dass ich die Scheine nicht mehr erkenne. Welfe, ich sehe deine Blässe. Das Licht ist vielleicht, das kann dir nicht schaden. Warum zum Ficker wäre eigentlich keine Mentaler? Die Leute beschweren sich. Haben wir Geld für den Kühlschrank? Wir haben so damn viele Kunden. Wir haben noch eine Kühltruhe hier. Kühltruhe und Kühlschrank haben wir. Wo ist der Kühlschrank? Wir brauchen hier. Keine Ahnung, wenn du mit Macht 10 hier rumläufst, ist es schwer, dich zu sehen. Da ist nur Joghurt drin. Maeve hier bei mir. Maeve hier drüben. Maeve. Wo? Ja, hier. Hinter dir. Katsching! Alter! Da ist sehr wenig Platz drin in dem Kühlschrank. Hier ist ein leerer Karton. Kühlschränke. Oh, Moggi direkt da mit dem Preis-Ding. Perfekt. Aber die Preise habe ich nirgends erhöht. Das kann Moggi machen. Das macht besser der Manager. Eine diebische Elster wie du, die kann da besser ihre Finger von lassen. So, habt ihr Emmentaler bestellt? Die Leute wollen wirklich Emmentaler haben. Also bisher hat mein ganzes Geld ausgegeben, was ich verdient habe. Viele vermissen den Emmentaler. Ihr braucht Emmentaler. Haben wir nicht Emmentaler gekauft? Warum ist gegenüber eine Tafel mit dem Stockmarket zu sehen? Ach so, weil wir den Kühlschrank nicht hatten. Wir haben Emmentaler im... Du hast recht. Ich geh mal den Käse einräumen. Gute Käse. Ich weiß nicht, ob das Emmentaler ist, aber es wird schon stimmen. Okay, nimm deine Finger davon, Lady. Der Preis ist doch nicht eingestellt. Hey, wir haben fast 150 Dollar. Wie Johnny da mit dieser riesen Kiste reingerannt kommt. Boah, was ein Einkauf. 22,4. Hier ist ein Kunde. Ich habe immer noch das Scheuel oben rechts. Könnte ich jetzt hier einfach wegmachen? Ich muss hier mal reinspringen, um an meine Kasse zu kommen. Nein. Das ist ein tolles bisschen nervig. Ich gehe mal kurz raus und schau, wo ich die Kartons wegbringen kann, um ein bisschen Geld zu verdienen. Auf deiner Straßenseite okay, einfach. Manager. Ganz weit weg. Mülltonnenmuggel. Ich habe 1,50 verdient. Nice. Recycling. Wieso kriegt man hier Geld, wenn man die hier wegschmeißt, anstatt wenn man sie bei uns... Damit die anderen Spieler was zu tun haben. Magerkäse ist aus. Ich würde so gerne einen Hut aufziehen, ne? wir haben leider keinen Platz mehr im Kühlschrank. Können wir einen Kühlschrank kaufen? Hätte nicht jemand all unser Geld für Lampen ausgegeben? Vielleicht. Kostet 600 Dollar. Könnt ihr mal ein bisschen schneller arbeiten? Sorry. Ich bin die ganze Zeit am Boden mit ihm. Wir brauchen vor allem Leute, die überhaupt was kaufen. Ja, wir kaufen doch mal Sachen wieder auf, Moggi. Ja, wir machen das leer. Salz ist angeblich zu teuer. Dann sag doch, was leer ist. Alles. Okay, warte, das ist zu teuer Salz. Ja, habe ich gerade gesagt. Ja, ich habe es nochmal deutlich gesagt. Morgi, passt das Salz an. Das ist zu teuer Salz. Kann ich das nochmal abbrechen? Ich habe zu viel Rückgeld gemacht. Johnny! Wo ist Salz? Also, ja, habe ich auch schon, Johnny. Salz. Akzeptier es einfach. 1,20 ist zu teuer? Ach komm. Bei der Karteneingabe kann man das nochmal ändern, aber wenn man Bargeld rauslegt, kann man es nicht wieder reinlegen. Ach, nicht übernommen. Was kauft ihr denn alles hier? 21 Dollar. So, Salz ist 20 Cent günstiger gemacht. Und was muss nachbestellt werden? Ich habe nicht gefunden, Baldrian, sagt einer hier oder so. Bis Baldrian, sage ich dann. Sag mal, haben die eigentlich wirklich keine 20 Cent? Minze habe ich an sich gekauft, da können wir noch mehr kaufen. Dann nimm halt 2 Zehner Münzen einfach. Ne? Baldrian haben wir nicht. Müssen wir noch forschen. Schön glatt. Warum heißt die Milchtüte Milchziegel? Fruchtjoghurt, Gurere-Käse fehlt. Den haben wir noch drüben, tatsächlich. Was für Käse? Weiß ich nicht, ich hab den noch nie gesehen, bis jetzt. Ich glaube, das war der, den man für den mit Käse, das Rezept mit dem mit Käse überbackten Käse braucht. Was, Minze? Ich hab Minze nicht gefunden. Ja, die Baldrian? Wollen Minze. Die wollen Gewürze. Gewürze? Gewürzmischung? Die kommt erst später. Ich habe meine Küche ausgeräumt, dann habe ich wieder herausgefunden, dass ich ein paar
Dosen von dem Alfons Schubeck, Alfons Schubeck Sexgewürz hab. Ich erinnere mich. Oh, wer Tag 1 und ich fange schon an zu runden beiden zurückgeben. Ich hab's tatsächlich nicht probiert, aber eine Dose werde ich mitnehmen, damit ich sie irgendwann probieren kann. Oh, ich sag mal, habt ihr auch die ganze Zeit permanent Kunden eigentlich, ja, glaube ich, an den Kassen? Es sind echt viele Leute hier, manchmal oder? 10, 20 Sekunden Pause, aber ja. Der Laden ist beliebt an seinem ersten Tag. Fall, ich wollte gerade sagen, ja, das Geschäft müsste ziemlich brummen. Müsste es wirklich. Bei Moldi will jeder einkaufen. Würde ich auch. Warum machst du es dann nicht? Ich bin an der Kasse. Weil das Salz zu teuer ist. Salz ist immer noch zu teuer? Ja, vorhin hat sich kein einziges Salz verkauft. Ich habe das schon von 1,20 auf 1 Euro runtergesetzt. Was war denn der Grundpreis vom Salz? So, 85 Cent. Das muss doch passen. Ich glaube, ich habe letztens gerade mal Salz erneuert. Das waren 79 Cent. Im Edeka. Wir sind hier in New York und nicht im Edeka. Na eben. Ein Dollar kriegst du für den Karton. Ja klar. Ein Edeka ist ja auch teuer. Nee, was? Warum? Naja, also kein Discounter. Aber die haben auch ihre Eigenmarken, die günstig sind. Ja, gut und günstig. Findet ihr keinen Fruchtjoghurt? Aber wir haben keinen. Ist vielleicht leer? Der Minztee ist zurück. Ich hab gehört, der hat den Leuten noch gefehlt. Oh, das ist aber Minztee, nicht Minztee. Okay. Ach, sie wollten Minztee. 19 Uhr, 20 Uhr ist Ladenschluss, oder? Ach schon, die wollen einfach nur Minze kaufen. Ich hoffe, ich hätte ganz gerne Pause. Ich bin mittlerweile. Ich werde auch nichts sagen, aber Maeve, was machst du eigentlich? Ich gebe unser Geld gerade aus für Lampen im Mitarbeiterbereich. Naja. Das immer ganze gut. Chaos. Mir ist mir hier aufgefallen, dass draußen die Kartons noch liegen und. Maeve, kauf mal einen Tischkicker für die Mitarbeiter-Lounge. Ich habe euch einen Fernseher gekauft, muss reichen. So, was war das? Aber der funktioniert doch nicht, oder? Was für euch, der ist auch für dich. Hast du Salz? Oh, ich kann gar nicht den Laden zumachen. Ja, ja, ja. Will jemand Salz kaufen? Ja, ich habe Salz gekauft. Zwei Salz. Ich hab's aber auch auf 60 Cent runter gemacht. Du hast es auf dreifachen Marktpreis gehabt, den Salz. Nein. Wie auf 60 Cent runter gemacht? Das haben wir für 69 Cent gekauft. Hä, nein, der Marktpreis sagt 40, 45. Ja, und ich hab's auch für 85 Cent. Hattest du. Und dann haben wir keins verkauft. Nee, ist überhaupt nicht. Salz, aber scheiße. Hallo, Gewalt. Ich bin froh, dass wir heute einmal Salz verkauft haben. Haben wir jetzt auf 70 Cent. Wenn man das mal hochrechnet, dann braucht man wirklich lange Zeit. Ja, machen wir immer noch einen Cent Gewinn, wenn es 69 war. Hast du schon mal kassiert, Moggi? Nee. Wie lange bleibt der Laden jetzt eigentlich noch offen? Ja, 20 Uhr ist schon bald auf zu. Dann, wenn sich die Kunden dazu entscheiden, endlich mal zu gehen. Moggi, es wird Zeit, dass wir beiden die Besen nehmen und dafür sorgen, dass der Laden geschlossen wird. Ja. irgendwie verstehe ich das manchmal. Manchmal hattet ihr auch schon, dass der zurück. Aber wir haben gleich genug für den Kühlschrank. $2. Der was sich ändert? Kühlschrank der Betrag hat sich eben geändert bei mir, was ich zurückgeben soll. Was? Nein. Doppel-Kühlschrank! Da wollte ich den auch hinstellen. Sehr schön. Ja, wir haben sogar noch 6 Joghurts hier rein können. Naja. Wir können einfach morgen keine Produkte kaufen. Ich meine, wir haben noch eine Menge. Bitte schön, die 20 Cent können Sie behalten. Moldi steht ja richtig cool draußen dran am Laden. Der ist ja gar nicht. Was? Auch wenn das Gerüst vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Warum haben wir wieder nur $72? Ja, wir haben einen Kühlschrank gekauft. Wir haben jetzt einen großen Kühlschrank. Das ist gut. Siehst du nicht hier diesen leckeren Joghurt? Sag mal, wieso sind hier immer noch Kunden? Ich arbeite seit 10 Stunden. Ich weiß auch nicht, wie lange der Laden hier offen hat. Ich kann ihn auch nicht schließen. Ich habe schon öfter versucht, aber es geht Füße nicht. Tun. Ich kann das Arbeiten beim Boldi nicht empfehlen. Ich habe für 1,80 eingekauft. Will er mich verarschen? Jetzt kommen hier diese Late-Night-Einkäufe. Ja, da kommen auch manche Leute hier an und sagen so, oh, ich hab hier was für $2. Ja, mach doch mal was Richtiges. Der erste Tag und schon sind wir am Crunchen. Wie soll ich denn da Geld dran verdienen? Nee, für mich als Manager ist auch hart. Ich ersetze dich, Johnny, komm. Darauf zu achten, dass keiner von euch klaut. Gib mal in die verdiente Pause. Um 22 Uhr macht der Laden immer noch nicht zu. Niemand hat übrigens bisher jemals was passend. Hä, es hat sich schon wieder geändert. Eben stand da 13,80 €. Kannst du den Laden zumachen oder wie hast du den überhaupt geöffnet? Ich bin überarbeitet. Ich habe das schon versucht zu drücken, aber es geht nicht.
Warte mal, die dritte, Johnny, die dritte Zeile ist das, was du zurückgibst. Wenn sich das ändert, dann liegt das an dir. Oh mein dir. Gott, Johnny, ich kann dir einfach deine Sachen, die du eintest, von hier oben. Wirklich? wenn ich auf den Knopf gedrückt habe, ging der Laden auf und... Oh, da hab ich ja lange gearbeitet. Oh Mensch, Maeve, da haben wir aber... Was hast du gedrückt damit? Schöne Schichtarbeit, Maeve. $5,000, let's go. Franchise Level 6, komm. Morgen mache ich dann wieder die Frühschicht, ne? Ich hab E gedrückt. Ja, jetzt habe ich auch mehrfach versucht. Auf den roten Knopf? Ja, auf beiden. Okay. Schnauze. Warum können wir eigentlich nicht uns hier unser Aussehen ändern? Einen Skillpunkt haben wir bekommen. Oh, den hatten wir schon ewig, aber mit dem können wir nichts machen. Limo können wir holen. Haben wir Gefrierschrank schon? Limo! Und dann können wir Richtung Mitarbeiter gehen. Vielleicht sollten wir... Dann können wir auch von der WLAN-Verbindung holen, Leute. Ich würde Richtung Limo gehen, da oben ist ein Mitarbeiter. Haben wir schon eine Tiefkühltruhe? Limo. Da hinten ist eine. Warte, ich kaufe eine Limo. Kleine. Produktbestellung. Ihr kümmert euch um die Produktbestellung, ne? Limonaden. Nee, Cola auf jeden Fall. Eine Cola? Warum steht da Ovo und Uwu drauf auf dem Tablet? Oh, die Kasse ist verkauft, sehr schön. So, Fully, viel Spaß. Eine Kasse. Obwohl, die wäre die Kasse, das ist ja schön. Oh, ich bin der alleinige Kassierer jetzt. Man kann die doch verkaufen. Jep. Oh, das hat aber Fully den ganzen Tag zu tun, ne? Ich meine, das ist okay, solange es nicht 8 Leute sind immer, dann kriege ich das hin. So, wir können jetzt ein paar Zutaten holen. Ich habe mal ein bisschen überschüssiges Zeug verkauft. Ich habe alles Mögliche an Getränken gekauft, Leute. Ja, mit dem Tablet in der Hand darf man Sachen scheinbar verkaufen. Da, wo Maeve auch den Fernseher gekauft hat. Wo ist denn der Fernseher eigentlich, Maeve? Da stand aber 0 Dollar. Ich hatte Angst, der verschenkt denn die Sachen, wenn da 0 Dollar steht. Ja, hab ich. Ach, okay, ich sehe gerade, man kann sehen, wie viel Inventar man von dem Zeug hat. Das ist super angenehm. Haben wir neues Zeug? Ah ja. Hey, wo ist der Kühlschrank? Ja. Hier. Wir haben nicht mehr viele Milchziegel. Vanillejoghurt ist auch aus. Limonaden hat Maeve alle gekauft, glaube ich. Haben sie sich ducken? Nee. Wie überprüfe ich die Preise? Ankaufen? Boah, da ist die Limo drin. Wie sehe ich... Wenn ihr das gekauft habt, wie sehe ich, wie teuer das war? Mit Reste kann man sie wieder rausnehmen, die Sachen übrigens. Sehr gut. Wo siehst du, wie teuer was war? Also, damit ich den Preis einstellen kann, muss ich ja wissen, für wie viel... Ja, steht ja beim Scanner drauf. Steht bei dem Scanner beides dran. Ach so, okay. Achso, stellst du da neue Preise gerade ein? Nee, wenn ich ein neues Produkt irgendwo hin tue, ja, muss ich einen Preis einstellen. Und die Alten, die nehmen dann den alten Preis wieder an, oder wie? Ich versuche gerade die Regale einzuräumen. Oh Gott, der ist so voll. Stimmt, Getränke sind alle gekühlt. Das kriegt automatisch einen Preis. Getränke sind alle gekühlt, bis auf Mineralwasser. Oh, und hier das Dosenzeug. Milch auch nicht und so Cola-Dosen auch nicht. Milch und Cola sind nicht gekühlt? Zahlt man in echten Läden eigentlich mehr für gekühlte Sachen? Hab ich nie drauf geachtet. Kühlpreis, Kühlsteuer. Also du kannst ja so eine Cola aus dem Regal nehmen oder eine Cola am Ende bei der Kasse aus so einem Kühlschrank. Apolli, du darfst niemandem von Kühlsteuer erzählen, das führen die wirklich noch ein. Ja, dann, ich kauf keinen weiteren Kühlschrank, wenn das okay ist. Ja, wir haben Platz für einen Doppelkühlschrank. Ja, ein Doppelkühlschrank geht noch. Den mal hier. Salz kostet 70 Cent. Könnt ihr aufhören, über meine Salzpreise zu meckern? Das ist kein Doppelkühlschrank, das ist ein kleiner. Achso, Doppelkühlschrank wollt ihr. Also, ja, gut. Ja, der Kleine passt ja nichts rein. Ja. Halb so viel, ne? Halb so schlimm. Ich nehme einfach noch einen. So haben die Getränke alle Preise? Nee, haben sie nicht. Mach einen Doppelten noch hin. Komm. Gönn Doppelten. Ja. Zack. Da kommt die Cola rein. Und damit wird die Kohle gemacht. Passt sich der Preis auch übergreifend dann? Also wenn du bei einem anpasst, ist es übergreifend? Ja, das sollte für alles gelten. Okay. Du machst alles schön teuer? Ja. Oh, hier ist ja noch sehr gut. Ah ne, passt, okay. Habt ihr auch so eine asiatische Musik? Ja. Also hatte ich vorhin auch. Okay, ich nutze mal kurz die Zeit, während ihr hier sortiert und schau mal nach, wie wir uns die Kleidung gönnen können. Soda Pops. Einfach mal raustappen. Das ist so komisch, dass man da nicht rein kann. Vielleicht kann man da nur ein Singleplayer rein oder so. Ja, das ist keine Ahnung. Wollen wir Konserven eigentlich holen oder sparen wir uns? Einfach die Steam-Diskussion durchgucken. Wir haben prinzipiell doch schon alles gekauft, was wir kaufen können. Es gibt eine Sache, da können wir Konserven holen.
Erbsen, meinst du die Franchise-Punkte? Genau. Ja, dann raus mit dem Franchise-Punkt. Habe ich dann geholt. Wir haben oh mein Gott, aua, da haben wir ihn. Vorteilspunkt. Die Konserven sind richtig teuer. Aua. Ja, aber den Mitarbeiter holen dann, ne? Aua. Vorteilspunkt. Aua. Erbsen, wir? Mitarbeiter holen, ja. Und Nachfüller wären wahrscheinlich fantastisch. Also, ihr habt Konserven geholt statt Mitarbeiter? Aber was kommt nach Füller? Nicht ihr, sondern Füller 2. Es sind sehr viele Posts, wo Leute schreiben, dass der Raum geblockt ist. Füller, hol mal nach Füller. Okay. Naja, also, gut, man kann wohl nicht alles haben. Vielleicht gibt es ein Skillbaum-Upgrade, dass wir cool werden oder so. Naja, ich kostenloser Morgenkaffee. Klimaanlage. Haben wir irgendwo Kaffee schon eingeräumt? Keine Ahnung. Nee, haben wir nicht. Ah, den Kaffee haben wir schon eingeräumt, ja. Hygiene? Okay. Toilettenpapier kriegen wir echt spät. Nein, wir haben keinen Skillpunkt für Kleidung. Nein, haben wir nicht. Nein, wer hat die Dosen geholt und nicht die Mitarbeiter? Also, warum? Einer halt. Oh. Moggi, Konserven lieber als Mitarbeiter? Ich hab das nicht gekauft, das war Folie. Ich hab gesagt, oh ja, es klingt cooler. Ich wusste nicht, was da Mitarbeiter sind. Ich hab mir das Tafel nie angeschaut. Ich hab gefragt und dann hab ich da, ich mein, ja. Deswegen sitzt Folie auch den ganzen Tag an der Kasse. Dosen, Thunfisch. Das sind eigentlich so viele Bees. Zum Aufräumen. Ach, hallo. Räum mich, bitte hier auf. Ich sollte nicht auf dem Müllcontainer sein. Au. Runter hier. Ich möchte bitte auf meinen Besen klettern und schauen, aus. Nein, hallo, ich will da hochklettern. Ich muss hier ein paar Waschbären von der Mülltonne entsorgen. Aua, aua. Ja, ja. Die sind ganz schön stark. Aua. Sollen wir den Laden aufmachen? Ja, mach mal Laden. Ja, oder? Okay. Ich das Foto sich noch langweilt. An den Besen kommen wir nie wieder ran. Jetzt haben wir nur noch 20 Besen. Zombie. Werde ich jetzt beobachten. Welcher Besen? Nein, alles gut. Oh nein. Einfach in den Laden. Geht der Fernseher nicht an. Sobald wir cool sind, kriegen wir den Besen zurück. Deswegen hat er nur 200 gekostet, glaube ich, weil er kaputt ist. Der Fernseher funktioniert nicht. Und Meister, was willst du kaufen? Gott, der Geschäftsführer. Meister. Kann ich Ihnen helfen oder schauen Sie sich nur um? Ja, warte, ich habe den Preis für die Erbsen gar nicht eingestellt. Stell dir vor, ihr würdet im Supermarkt beraten werden, so wie in so einem Kleidungsgeschäft. Wuppdiwupp, ist das alles noch Euro teurer. Upsi. Kann ich Ihnen behilflich sein? Johnny, bagger nicht die Frauen an. Boah, hier ist ein 1A Arschgeweih. Sag mal, wer hat den Preis vom Katzenfutter eingestellt? Ich nicht. 9,49 Dollar dafür. Haben wir nur eine einzige Kasse jetzt? Ja. Alle anderen wurden verkauft. Das macht keinen Sinn, die waren doch immer in Betrieb. Ey, Umgang hat hier eine Wasserflasche, die wir noch haben, billiger gemacht. Wir können niemals. Ich hab die mit Absicht teuer gemacht. Ich glaube, es spawnen mehr Kunden mit mehr Kassen. Oh nein, die ganzen anderen Konserven, die hier reingestellt wurden, die. Ich meine, wir können noch eine zweite Kasse dann kaufen. Eine würde ich noch holen. Ja, eine wäre ganz gut, weil ich habe sonst das Gefühl, das wäre echt viel für mich hier. Ich bin sonst so nutzlos. Pulli ist nicht nur am Beschweren. Soll mal arbeiten. Ja, sich ist sehr halt viel echt hier, so. Seit er hier angefangen hat. Soll ich eine holen dann? Ja, ohne mich wird hier auch gar nichts laufen, ne? Mann. Hallo. Kasse rechts, Kasse nein! Links. Warum? Ich will doch nur aufs Dach. Nicht mal einen Stuhl. Weißt du, wie schwer das war, den überhaupt da hinzubiegen? Nee. Ich muss den Umfall lassen und dann gegenlaufen, dass der so in die Richtung kippt. Ich will doch nur aufs Dach hoch. Vielleicht bin ich dann cool. Ihr habt einen Laden zu führen, ja? Wer zum Teufel hat Besen in den verbotenen Raum reingeworfen? Johnny. Das ist die Belohnung für die coolen Jungs. Wie viel kostet eine Kasse? 1000 Dollar? Das ist echt teuer. Wir haben 900 zurückbekommen beim Verkaufen der Kassen. Ah. Ja, das ist lange weg. Lange weg. Na, ist ja eine nette Schlange hier, Fully. Und wie geht's deinen Freunden hier? Ein bisschen Smalltalk an der Kasse mache, ich kann dir ein bisschen helfen. Ich bin der Praktikant. Du bist der Manager. Du bezahlst mich. Naja, fick dich doch selbst. Schön, ich habe mit den Kunden geredet. Ach so. Nimm mal weiter so, Fully. Ja, genau. Boah, wie viele Stäbe. Fully, wo war hin jetzt? Ja, oh mein Gott, das Katzenfutter dran. Ist schon aus. Warte, ich helfe dir, Fully. Ich schicke mal ab und zu ein paar Cent bitte nur mit ein. Oh.
Wo bestellt man eigentlich Essen? Da, wo ich gerade stehe. Ich hab da eine Website für dich. Warte, mit Karte befahren. Wollen wir Wasser nachbestellen? Oh, man kann. Nee, wir erstmal eine Kasse. Okay, okay, dann bestelle ich nichts. Oder bevor wir was ausgeben, würde ich sagen, eine Kasse wäre ganz wichtig. Beziehungsweise wir sollten Katzenfutter holen, da kriegen wir pro Katzenfutter eine Menge Gewinn raus. Leute kaufen einiges an Konserven. Ja, lieber Katzenfutter als Wasser. Kaufen die alle mit Karte von dir? Du musst dir Rückgeld geben. Ja, super viel Karte hier. Oh, jetzt du musst dir Rückgeld geben. Maeve kommt da hin und backseatet den Kassierer. War so gut, Fully. Morgen kann ich die Kiste kurz ausleihen. Ich bring sie dir zurück. Wieso verlieren wir Geld? Wer kauft die ganze Zeit Sachen? Ich hab Katzenfeuer. Unser Laden Katzenfutter. Ist so ein schönes Haus. Das ist gar nicht das, was wir davor hatten. Kauft mal nichts, bis wir 1000 haben. Pat-Pat. Nicht Pat-Pat kaufen, das ist noch im Einkaufs... Oh mein Gott, wer hat die Scheiße so teuer gemacht? Ich will gar keine Scheiße kaufen. Es hat gerade einer gekauft, also wird das schon passen. Ich denke mal, das wird immer ein bisschen teurer. Oh, hier ist eine unsichtbare Wand, glaube ich. Direkt zu Anfang. Oh. Zombie ist in seinem Element. Ja, schau mal. Ja, oder? Hier ist eine unsichtbare Wand. Du? Hm, ja, das sieht... Oder muss ich noch höher? Wo? Na, es ist hier eigentlich so ein Sicherheits... Wo Fully arbeitet, wir alle sind hier drauf. Morgi? Stimmt, ich hab Zeug eingeräumt vorhin. Ist das hier so eine Anti-Diebstahl? Ja, und dann hast du dich beschwert, dass wir alle damit aufhören sollen. Meine Aussage stimmt trotzdem, dass nur Fully arbeitet. Ja, aber der Grund dafür ist, weil du dich beschwert hast. Hast du gerade den vollen Karton gelöscht? Ich hab mich nicht beschwert, ich will eine Kasse kaufen. Johnny kommt her und löscht einfach meinen Karton. Der war nicht voll, da stand eine Null drauf. Ja, aber ich hab den zum Klettern benutzt. Ach so. Wie, ach so, ich bin da gerade drauf rumgehüpft. Du bist hingekommen und hast den einfach gelöscht. Anscheinend ist gerade eben auch schon sabotiert, der mich umgeschmissen hat. Ja, das da aber. Oh, soll ich die Mitarbeiter einstellen? Wir haben einen Punkt. Wenn es geht. Dann hat Fully vielleicht mal ein bisschen Hilfe. Soll ich ihn als Kassierer reinpacken? Ah, dann wir haben nur eine Kasse. Oh mein Gott, hast du viele Kunden. Mach mal schneller, Fully. Genau, ich glaube, der Kassierer an der Kasse... Dran. Ich habe ihn zum Nachfüllen beauftragt. Ich hab das Lager voll machen. Ja. Mit ein bisschen mehr Geld. Ich hab den Fernseher verkauft. $100 bringt der Fernseher nicht. Okay, hat auch nur 200 gekostet. Mhm. Geht's dir gut da hinten? Soll ich dir ein bisschen, helfen? Du kannst ihn ja mal ein bisschen ablösen. Uli? Wenn du $450 verdienst, dann können wir dir einen zweiten Kassierer ranstellen. So, jetzt geht's viel schneller. Schlag mich härter, Baby, sagt. Oh jetzt hat Uli nicht mehr so viele Kunden. So, ich muss mir mal kurz den Weg freifegen. Das meine Kunden. Da klaut jemand! Da klaut jemand, Johnny! Und jetzt brauche ich den Besen. Da klaut jemand! Johnny, da nicht ich sehe, ich sehe, ich sehe. Nein, er ist aus der Map. Johnny, das kann nicht sein. Ich hatte den Besen gerade noch in der Hand. Du hast also ich kann dir direkt sagen, Johnny, wenn sowas nochmal vorkommt, dann müssen wir den kommen lassen. Ich habe alle geschlagen, außer den Dieb. Das kann ja wohl nicht sein. Gibt's einen Tadel? Oder wird es nicht verkaufen? Aua! Da gibt's eins mit dem Paddel. So, ich bin jetzt dran. Kennst du mich? Du willst jetzt an die Kasse? Ja, willst du mal abgelöst werden, oder? Ich habe das Gefühl, niemand außer mir kann den Job so gut machen. Okay, dann. Sein Stolz lässt es nicht zu, dass jemand anderes die Kasse bedient. Okay. Er ist am Speedrun da hinten. Ich glaube, der dreht ein bisschen durch. Hallo, Jungs. Ich glaube, die Kasse ist voll ein bisschen zu Kopf gestiegen. Das ist zu teuer, Wasserflasche. Das Spiel hat einen Voice-Chat. 2 Euro sind wir hier auf dem Event, oder warum kostet Wasser 2 Euro? Keine Ahnung, warum nicht. Das ist halt, das ist New York. Eins teuer mit Wasser hier. So. Das ist teuer eingestellt, weil wir nur eine Flasche hatten. Warte, wie bestätigt man das dann? Einfach mit Maus was runterscrollen, das war's dann, oder? Hab ich? Nee, Linksklick oder E, ich vergesse mich. Ich glaube, es war Linksklick. Oh, deswegen war der Preis. Ah, Linksklick. Deswegen habe ich das halt gar nicht geändert. Dann habe ich schon den Preis geändert. Scheiße, ich dachte. Ja, ne? Oh, warte mal. Die klauen. Da klaut jemand Johnny. Ich hab gerade keinen Besen. Ich hab grad versucht, die Kasse zu kaufen. Hast du den Zombie? Nee, die sind alle. Warum sind die mit Macht 10 unterwegs? Okay. Ich habe am Anfang gesagt, ich bin Ladendetektiv. Ich bin jetzt Ladendetektiv ab jetzt. Ich kümmere mich jetzt nicht mehr um die Kasse. Super, okay. Mama. Okay, ich lasse den Besen mal draußen liegen. Vielleicht stolpert einer drüber. Ja, besser. Ich würde gerne gern das Lager nachfüllen, aber wir brauchen eine zweite Kasse. Wir brauchen die Kasse so viel dringender, ja. Auch wenn ich denke, Fully macht das schon ganz gut. Er hat auch einen gewissen Stolz für seine Arbeit. Ja. Naja.
patrouillieren mit dem Besen. Ich sag mal so, wenn Fullies gut machen würde, dann würden dann jetzt 10 Leute anstehen. Ach, so, halt doch die Fresse. Bisschen fegen. Der wurde nicht geklaut. Wir haben noch nichts für die kleinen Gefrierschränke, oder? Zack! Nee. Guck hier. Einen Besen übergebracht. Kannst du die verkaufen, Johnny? Bobby? Ich irgendwie krieg's nicht hin. Wie verkauft man beide hier stehen, wie so Tisch mit der Null. Ich check das nicht. Hat er jetzt kann man nicht verkaufen. Aber wahrscheinlich, weil der Laden offen ist. Jeder Schlag lässt ja unmenschlich viel. Ja, der hat richtig viel dabei. Du musst jedes Mal schlagen. Guck mal, Morgi, die ganze... Morgi, guck dich das an, die ganze... Ja, ich heb alles ab. Oh, wir kriegen Geld dafür. Das ist, als würden wir es verkaufen. Der hat sich so die Taschen voll gemacht. Das ist gar nicht möglich. Wie soll man das alles schmuggeln? Nee, ich bin nicht mehr allein, dann gibt's die nächste Kasse, Fuli. Oh Gott. Okay, wenn wir also direkt, komm, den eingestellt, wer auch immer das ist, der wird direkt zur Kasse zugeteilt. Oh, die laufen weg, weil die so lange in der Kasse immer braucht. Ja, ja. Keine Kasse verfügbar, tschüss. Da klaut schon wieder jemand, da kommt jemand raus. Ja, ich sehe schon. Trauer. Gib unsere Asache zurück. Der wurde so oh mein Gott, der wurde gejumpt. Ich muss hier zu so lange anstehen, darauf habe ich keine Lust. Ich werde jetzt einfach so rausgehen. Ich werde halt echt nochmal das Geld fürs Aufheben. Das sagt, wir haben $1000. Kasse, stell deine auf, ich arbeite. Wer macht das jetzt mit der Kasse? Nicht, dass wir zwei holen. Oh, Katsching. Ach so. Ich meine, ich habe auch den Angestellten auf die Kasse zugeteilt, aber... Ah, also muss ich jetzt auf die andere. Okay. Nein, musst du nicht. Wurde gestohlen. Oh, da steht ja schon der Trottel. Ja, ich habe mich schon gefragt, warum wurde auf einmal mein Job geklaut? Kostet der irgendwas, der Angestellte? Nerven. Ein Skillpunkt. Er bewegt sich nicht, aber er erfüllt sein Zeug. Ich will nicht sagen, dass er das schneller macht als früher. Haben wir überhaupt so Finanzen wie aber? Miete und sowas, die wir bezahlen müssen hier? Irgendwann bestimmt vielleicht, keine Ahnung. Wann machen wir eigentlich zu? Boah, ist mir mein Job geklaut. 20 Uhr? 18 Uhr. Okay, 20 Uhr. 23, 29. Vielen Dank für den Einkauf. Ich sag mal so, seit wir den zweiten Kassierer haben, hat noch keiner geklaut. Was lohrst denn du hier rum, hä? Herrgott. Ich meine, es waren wirklich viele auch immer an der Kasse, okay? Ups. Und Fully ist das ein bisschen entspannter? Und ist gleich in der Kasse, ne? Geklaut. Habt ihr manchmal so Einkäufe, wo nur Snacks oder so sind und dann fühlt ihr euch schlechter in der Kasse? Ja. Cool. Also nicht an der Kasse, aber zu Hause. An der Kasse. Zu Hause hast du es ja geschafft. Das ist besonders so, wenn vor einem so eine Person ist, die so richtig viel Gemüse hat und sowas, so richtig gesunde Sachen. Ach so, das ist doch nie der Person. Das ist mir mal egal. So, ich habe jetzt mal beliebte Artikel ein bisschen mehr gekauft, damit wir was ins Lager legen können davon. Ich bin echt zum Glück nicht so eine Naschkatze. Ich brauche so eine Sache pro Einkauf. Woher weißt du, was beliebte Artikel sind? Joghurt. Der Joghurt. Joghurt kaufen wirklich viele Leute. Ich bin davon sicher, wie viel davon noch da ist. Ihr sagt Joghurt. Naja, gut, Fully muss es wissen. Bei Fully ging jeder Artikel über den Tisch. Aua. Heute. Unser Salz verkauft sich gar nicht, Moggi. Muss günstiger. Okay, warte mal, lass mich mal das Salz. Ich stehe hier den ganzen Tag an der Kasse und sehe mal das Salz. Wollen wir morgen Aktionstag machen? Den ganzen Tag? Und Salz geklaut. Und Salz günstiger anbieten. Du klaust unsere Waren gerade. Kannst du mir mal beim Einräumen helfen, Johnny? Ist der Laden jetzt wieder eigentlich lila draußen? Jetzt. Geil. Okay. Sehr gute Moldi. Ich habe Salz auf 60 Cent mal gestellt. Oh, neue Zutaten. Sag mal, ist das hier Cola Light oder was? Soda-Flasche hat er nicht gefunden. Will jemand Kasse machen? Hey, geh mal weg jetzt! Nee, Pulli, du hast den ganzen Pulli Tag schon! Pulli und seine Kasse! Ja, dann mach halt. Oh ja, ich hätte schon Lust, noch mal ein bisschen Kasse zu machen. Pulli mag das halt. Dann hat er wenigstens was zu tun. Ein bisschen Mathe, ein bisschen Zahlen, da fühlt er sich wohl. Ja, das ist meine Komfortzone. Bis ihr rumsteht und sich denkt, ich kassiere euch ab. Meine Güte. Oh mein Gott, haben wir viel Joghurt. Das Geräusch klingelt in seinen Ohren einfach so schön. Ja, ich denke mir immer so, Katsching. Warum kann ich den Laden nicht schließen? Abkassieren. Lass mich mal. Zombie gewinnt. Selbst im Laden schließen. Scheinbar geht's bis 32, vielleicht war es echt 23.30 Uhr, einfach die Ladenschlusszeit oder so. Ach, du meine Güte. Als ob wir so lange im Laden. Oh, wir haben schon wieder einen Fähigkeitspunkt, Leute. Ja, aber nur einen. Wir brauchen zwei, damit wir Brot holen können. Ja, wir haben kein mehr Brot im Sortiment. Kauft euch die WLAN-Verbindung. Mehr Kunden, ja. Junge, wir wollten die Brotrunde. Was ist denn los mit dir? Was ist passiert? Ja, wir kriegen noch Skillpunkte. Was für eine Verbindung? Jetzt WLAN. Haben wir gratis WLAN, dann kommen mehr Leute oder so. Nice. Hört so viel von unserem Zeuges aus. Stimmt, im Rewe bin ich immer... Ich hab mit dem Handy gesehen. Mein Smartphone verbindet sich im Rewe immer mit dem WLAN. Jetzt wirklich? Ich hab das eine Zeit lang gebraucht. Man muss aber immer zustimmen. Warum hast du es gebraucht?
Ich war mit meinen Eltern halt da und mein Vater hat sehr lange eingekauft in diesem Rewe und dann habe ich mich gelangweilt. Und da war kein, also da war kein normaler. Wie alt warst du da? Da war kein normaler Empfang. 17? Okay. Reis und Soda-Packung fehlt. Ich versuche schon Zeug zu kaufen. Soda-Packung 1. Ich kaufe das beide schon. Und Reis einmal. Aber warte mal, dann würde sich mein Smartphone ja, mein jetziges ja nicht damit verbinden. Wo kann man eine Ladenerweiterung kaufen? Ich will keinen kaufen, aber... Ach, da. Ja, du kannst direkt den... Oh, jetzt haben wir Soda-Packung und Reis doppelt gekauft. Oh mein Gott, kann der Laden noch riesig werden. Ich habe ein paar, ich habe mehrere Sachen doppelt gekauft, weil ein Karton ist zu wenig immer. Haben wir schon Reis irgendwo stehen? Vielleicht war ich auch 23, Mori. Ich habe gerade drüber nachgedacht, das ist ja nicht dasselbe Smartphone dann. Wie jetzt. So, das Müsli-Regal ist erstmal voll. Bring mir mal alle leeren Kartons dann. Reis, hat man ein Reisregal? Hundefutter fehlt. Ja, jetzt ist schon 22 Uhr durch und es ist immer noch. Wo ist das Reisregal? Hier vorne am Eingang direkt. Wie er so schnell rumrennt mit diesen riesigen Kartons. Jetzt ist es voll. Anblick. Kein Platz für weitere Produkte ins Lager damit. So, ich tue unten schon Reis rein, Moggy. Und Kartons nicht löschen, ne? Ich will gerade ein paar haben. Warte mal, wir haben hier solche Dinger, die eigentlich dafür da sind, dass man den Ladendiebstahl bemerkt. Was haben wir? Ich ja, aber ich kann sie nicht aufstellen. Ja, die stehen hier hinten. Die stehen irgendwie... Ich dachte jetzt, die sollen so stehen, aber die stehen halt voll falsch, ne? Also ja, das ergibt keinen Sinn. Die funktionieren nicht mehr so. Ende des Arbeitstages. Okay, 22:30 scheint. Du weißt jetzt schon, dass ich gedrückt habe, aber... Wir haben fast Plus gemacht. Wir haben dreimal ausgeraubt. Wir haben am ersten Tag minus 7.000 gemacht. Geld verloren durch Räuber. Schon besser. 57 durch Räuber verloren. Wir haben auch echt viele Kassen gekauft. Das ist schon dann schuld. Nee. Ich war zu spät, ihr wart gar nicht da. Guten Morgen, Jungs. Hallo, mein leerer Karton. Johnny, warum rennst du schon wieder damit weg? Der ist nicht leer, da sind 40 Sachen drin. Ah, dann hast du den einen vollen erwischt. Okay, ich hatte einen vollen. Hast du Glück gehabt. Steht da der Name drauf, oder was? Die sind gerade richtig gut gefallen, ne? Bei mir zumindest, weiß ich, ob bei dir auch. Bei mir bist du bist auch gerade richtig gut gefallen. Nicht löschen, nicht löschen. Warte. Ich booste dich hoch. Danke. Au. War nicht so dreckig. Oh, ich stehe auf dir, Hilfe. Man kann. Autsch! Ja, prügel mich da! Oh. Ich glaube, das klappt nicht. Oh. Ich puste dich da durch. Oh mein Gott, wir waren gerade so hoch. Der Karton ist irgendwie in der Wand, so ein bisschen. Ah, okay. Soll ich Laden aufmachen, Fully? Ja, ich glaube, du kannst aufmachen. Nein. Sitzt Fully schon an der Kasse? Fully sitzt an der verdammten Kasse und wartet auf. Nein, ich bin hier, Johnny. Und wartet auf seinen Einsatz. Ich hab dich gerade mit dem anderen verwechselt. Ey. Ich habe mich nur umgeschaut und habe gesehen, dass einige Regale eigentlich da sind. Eure Arbeitsmoral ist leicht zu verwechseln. Ah, das ist gar nicht Fully, der hier steht. Ja, okay. Hier bin ich, ein. Ich habe gerade drüber gesprochen. Gib frische Karton, Jungs. Kartons, Jungs. Gib frische Karton, Jungs. Frische Karton. Oh, jetzt so ein Karton, Junge. Warte, wir haben ja... Kannst du einen Karton in mich reinstellen irgendwie einfach? Dann sind unsere Tiefkühlregale alle. Oh, es funktioniert aber ein bisschen. Wir haben keine Tiefkühlregale. Ja. Ich wurde gerade weggeboostet. Ja, ich werde nach oben geboostet halt immer. Aber wo ist eigentlich mein Teekarton, in dem noch 40 Tees drin sind? Ja, den räume ich gerade ein. Achso, okay. Ich dachte, die stapeln den gerade da draußen. Uns fehlt Hundefutter. Ich stand gerade neben dir, hab das Regal sogar eingeräumt, wo du warst. Ich kann schauen, ob wir es nachbestellen können. Der ist leer. Nee, können wir nicht. Kostet 152. Man kommt da nicht hoch, das ist eine unsichtbare Wand, Johnny. Ich hab's enttäuschenderweise festgestellt, ja. Was kriegt man eigentlich die Franchise-Punkte? Ich glaube einfach Sachen verkaufen. Einfach existieren. Ja, jetzt das Ding. Ich spam das jetzt aber so heftig. Irgendwie sind Leute halt gerade heute echt nicht am Kaufen. Das ist wegen dem WLAN. Die sind die ganze Zeit am Ecke. Die sind abgelenkt. Du, und dann kaufst du keine Brause mehr. Ja, und ich rede nicht von der Dusche. Ich rede von Ahoi. Mit J geschrieben. Das wissen viele nicht. Das ist lass mich mal machen, Tschechien, du bist aber nur die Ecke. Ich bin die Ecke. Ich bin die beste Ecke, die du je gesehen hast. Wo sind die anderen Kartons? Safety-Kante. Safety-Kante. Wir haben nur noch zwei Kartons. Wir haben 176 Dollar.
24 Dollar. Du hast gesagt, wir brauchen Hundefutter. Es wird direkt wieder ausgegeben. Wie kann es sein, dass wir so wenig einnehmen? Pfefferminztee. Ah, fuck, das Hundefutter ist nicht mal. Oh nein, oh nein, oh nein, das ist nicht gut. Man kann sich so hochboosten, also so ein bisschen boostet man sich schon. Ja, ja, aber. Das Spiel nein, weg vom Hundefutter! Mehr oh Gott, okay, es hat schon automatisch eingestellten Preis. Aber es hat halt keine Physik auch, ja. Jetzt muss wir zwei Kassen haben, klaut gar keiner mehr. Nebenbei fühlt sich an, als hätte ich Zeit verschwendet, aber es war lustig, das auszuprobieren. Ich meine, es gibt nichts Besseres gerade zu tun, also ihr macht das schon. Ihr könnt nicht wirklich Zeit verschwenden. Hör, wir mich nicht schlagen. Achso. Und Azubi, wie läuft's? Überraschung. Wie läuft's in der Berufsschule? Holst du gute Noten zurück? Das ist Missbrauch. Achte nicht auf den, der wird eh bald gefeuert. Ja, wenn Entschuldigung, Johnny, ich rede gerade mit dem Azubi. Wenn da oben diese Kante ist, dann würde man wahrscheinlich richtig hochfliegen. Steck das Besen in deinen Arsch. Stand da. Ja, ja. Du bist ziemlich vulgär, Fuli. Ah, die Fresse. Und du, mein Angestellter. Der hat irgendwas von diesem Max Payne-Typen. Fuli nee, meinte gerade, halt die Fresse zu mir, dann bin ich aus dem Team geflogen. Was? Was hat was hat Remedy entwickelt? Ich bin wirklich kurz aus dem Call Guard gewesen. Ja. Sam Lake meinst du? Sam Lake, ja, genau, genau. Er hat so ganz, ganz bisschen was vom Gesicht her zumindest. Unser Angestellter. Er ist überall. Premium-Soda fehlt. Ja, Soda-Packung ohne in Koffein wird gebraucht. Ja, genau. So ein Babyface. Fully sieht dafür aus wie so ein Charakter aus GoldenEye oder so. Die sehen, wir sehen alle komplett gleich aus. Nein, nein. Nee, nur Fully. Okay. Oh, der Reis geht weg wie warme Semmeln. Das ist Reis. Weißt du, wenn wir warme Semmeln hätten? Wenn einer nicht WLAN gekauft hätte. Jungs, ich habe gerade Cola Zero entdeckt. Ich habe ein paar Kartons geholt. So viel. Katzenfutter fehlt, Premium-Soda fehlt, Pfefferminze Sie fehlt. Die fallen mir auf den Kopf. Besonders, es muss in den Kühlschrank. Ich hoffe, der Manager. Die Kühlschränke hier, sind alle voll. Hier ist noch einer. Ich hoffe, der Manager erwischt mich nicht. Die Kühlschränke sind voll, die Regale sind leer. Nee, die Regale sind nicht leer. Oh, jemand hat Salz gekauft. Oh, der Füller hat's mal wieder geschafft. Emmental habe ich auch gekauft. Haben wir dafür noch Platz? Hat's mal wieder geschafft, Salz ja, haben wir. Ja, oh, seit Emmentaler so Platz sparen, davon sollten wir mehr kaufen. Emmentaler wieder reingehen. Platz, seit Tag 1 wollen die Emmentaler. Alter, der stapelt den Emmentaler. Ja, der kennt da nichts. Oh, wir haben so viel Platz dafür. 50 Stücke einfach. Leute wollen wirklich Pfefferminztee haben. Haben wir noch ein... Haben wir noch was? Ja, doch, doch, die Preise sind alle in Ordnung. Ich flieg gerade manchmal aus dem Discord, wie wann liegt das? Weil im Ingame bleibe ich ja drin. Dann liegt's an Discord? An dir. Ich hoffe, mit Pfefferminztee hast du Minztee gemeint. Da stehen manchmal Minze und manchmal Pfefferminze. Ich habe zweimal Minz gekauft. Ich meine, dann sollen sie das halt kaufen. Ja, ich hoffe, das passt. Wir leben in schwierigen Zeiten, da kann man nicht erwarten, dass Minze, Pfefferminze und was auch immer alles die ganze Zeit verfügbar ist. Hast du schon mal Minz irgendwo eingeräumt oder ist das ein neues Produkt? Nö, das hatten wir schon mal. Hat ja auch einen geraden Preis. Also gab's doch Minze und nicht nur Minztee. Ja. Okay. Jetzt, wo ich ihn ausgeräumt habe, erkenne ich ihn auch wieder. Ja. Riecht auch nach Minze, oder? Ja. verkaufen wir die Kartons jetzt wieder? Wie komme ich von dieser... Ach, ich verkaufe die Kartons. Okay, wer macht mit beim Kassen Hürdenlauf? Pass auf, Mogi. Ich hab mal ein bisschen hier Werbung für unseren Laden gemacht, wenn ihr vorne auf den Laden drauf guckt. Ich glaube, wir kriegen jetzt mehr Kunden. Auch wenn die sich ein bisschen verarscht fühlen werden. Verdammt, ich hab... Nee. Man darf nicht hängen das bleiben. Das gute Moldi-Branding. Das kannst du wieder hinmachen. Yes! Einfach mein Moldi-Branding ruiniert. Das ist okay. Du darfst ja wieder hinmachen. Weißt du, die Leute haben jetzt schon gesehen, oh, gratis. Was gibt's denn gratis? Dann kommen sie rein und kaufen einfach. Warte mal, heißt du mir Moldi, weil... Was? Ja, ja. Können wir eigentlich, weiß ich nicht, irgendwie Tapete anbringen oder so? Dann laden sie schon ein bisschen... Ganz sicher aus? Ich finde, das sieht sogar ziemlich gut aus. Das doch in einem zukünftigen Update. Ich mag den Look. Erinnert mich, glaube ich, an Farmida. Dann zieh doch hier ein. Ich wünschte, ich hätte so eine große Wohnung. Guck dir das an.
Ja, meine ist auch nicht so groß. Was ja, ich wünschte auch, meine Wohnung hätte so riesige Glastüren vorne. Ich wünschte, sie hätte zwei Kassen, meine Wohnung. Ja, ich habe nicht mal eine Kasse. Ich wünschte, man könnte das Tutorial einfach oben mal wegmachen. Das wünsche ich auch. Das habt ihr auch noch die ganze Zeit? Ja. Ich habe unser Branding ein bisschen geändert. Ich denke, ich bin ganz zufrieden damit. Oh mein Gott. Aber du musst dich doch entscheiden. Nord oder Süd? Nord. Ich habe mich schon entschieden, Maeve. Das ist Nord. Aldi Nord. Ist... Nee, das ist Süd. Ach so, ja, weil's Nord ist blau. Weil's orange ist. Ja, aber im Norden heißt es ja einfach nur Aldi. Ja, wir sind jetzt Aldi. Was glaubst du, wie es im Süden heißt? Aldi Süd. Süd. Heißt es? Nennt ihr es nicht immer so? Nein, das heißt ja auch so. Ja, aber das sagt ja keiner. Das sagt Aldi Nord Aldi. Heißt Aldi und Aldi Süd heißt Aldi Süd. Was wollen wir kaufen? Wir haben zwei Franchise-Punkte. Wollen wir Brotrunde Brot? Machen? Brot! Brotrunde! Oh, das hat nur einen Punkt gekostet. Wir können noch mehr kaufen, gefrorene Lebensmittel oder mehr Brot. Mehr Brot! Hä, aber warte, warum steht da eine 3 dran? Welch kostet das Geld? Ja, ich hätte doch Brot gekauft. Wir haben nicht viel Platz in Gefriertruhen. Wer ändert gerade den Namen? Franchise-Punkte, warum ist das 3? Oh, Barbecue-Soße, Thunfischpastete. Boah, okay, das ist mein Abendessen. Eine Spaghetti-Box? Ich brauch zwei Spaghetti-Boxen. Ich hätte Spaghetti. Gern zweimal einen Spaghetti. Warum heißen die Spaghetti? Wie hast du eigentlich dem Mitarbeiter Spaghetti gesagt, was er Spaghetti ist copyrighted. Aber auf dem Produkt selber steht Spaghetti mit Maha. Ist ein Markenname. Spaghetti. Oh, ich darf an der Kasse. Von Elo. Von Elo, der Mann? Ich find's gut, dass die Kasse hier auch gar kein Licht bekommen hat, wo Fully gearbeitet hatte. Morgen Spaghetti, nee, ich war ein kompletter Düsterer. Ich weiß. Warum steht die verkehrt herum? Okay, könnt ihr bitte aufhören, die Preisteile immer auf den Boden zu werfen? Ich hab sie auf den Tisch gelegt. Ja, Morgi, sag's ihnen. Setz dich durch, ihr Dumm. Johnny. Ich besuch's ich diese hasse, nicht. Wie, dass die Kasse verkehrt herum hier steht. Spaghetti. Aber machst du gerade Kasse? Ja. Warum steht die ist verkehrt herum? Also macht uns einen Typ, also... Auf Leute sollen hier durch die Tür rein und rausgehen. Also hier gehen sie raus gefragt, und durch die Tür hier rechts gehen sie rein. Kasse? Das ist mein Territorium. So. Ach, die Kasse? Nein, ich wollte fragen, was und so rum? Das ist für dich richtig rum? Das ist falsch rum, was du da machst jetzt. Das ist richtig. Okay. Nein, die Kasse allgemein ist verkehrt herum. Die suchen Sodaflaschen und Pasta-Penne. Ich will von links nach rechts, aber ich muss immer von rechts nach links sortieren. Achso, ja, du kannst ja beides kaufen. Es gibt die spiegelverkehrte Kasse auch. Ja, aber die steht ja warum schon. Warum habt ihr den Angestellten auf Nachfüllen gestellt? Wollt ihr so dringend Kasse machen? Ja, ich will Kasse machen. Ich stehe die ganze Zeit rum und mach gar nichts. Pasta-Penne. Ja, dann lass ihn doch auch wieder machen. Ich würde auch gerne noch einen Kassenjob übernehmen. Lagerarbeit finde ich auch viel langweiliger. Sobald wir uns eine leisten können, würde ich noch eine Kasse machen. Dann werde ich noch ein paar Produkte bestellen. Was wollen wir haben? Ja, dann werde ich mir nie eine Kasse leisten können. Das ist so gemein. Wir bleiben immer noch verkaufen. Geschnitten Brot? Okay. Ihr kriegt eure Kasse. Ich werde nichts kaufen. Oh mein Gott. Das verkauft sich wie geschnitten Brot. Ich werde mich mit dem Besen hinstellen, weil wenn ihr zu zweit Kasse macht, dann wird irgendjemand klauen. Hast du geklaut? Klauen hier doch. Nein, niemand klaut. Morgi, kannst du die Kasse hier verkaufen, dass ich die Kasse kaufen kann, die in die richtige Richtung guckt? Boah, ich hätte gern anstatt einem Besen... Wir verlieren $500, wenn ich die jetzt verkaufe. Ich dachte, man kriegt 900 beim Verkaufen. Und eine kostet 1000. Kriegt man nicht die Hälfte zurück? Nee, ich habe 900 bekommen, wo ich die vorhin verkauft habe. Verkaufst du sie ja nicht. Aber jetzt ist sie gebraucht. Weil ich dann... Ich muss gerade kassieren. Aber ich habe die Kasse abgeleckt. Auf diesen X, ne? Abgeleckt? Okay. Ja, genau. Okay. Fully hat die Kasse abgeleckt. So, jetzt gerade frei die Kasse. Darf man wahrscheinlich gar nicht am Arbeitstag, oder? Ja. Nee, darf ich nicht. Okay. Soll ich was kaufen? Ja, ich kann noch einen Fernseher kaufen. Eine Kasse. Ja, aber wir wissen ja nicht, was die Fernseher raus, machen. Leute. Nein, ich kaufe keinen Fernseher, keine Sorge. Aber warum vielleicht darf ich läuft da Sport, wenn WM oder so. Aber warum darf man während des Tages nichts verkaufen? Ist ja dumm. Ja, weil ja, man darf es auch verkaufen, aber die Kasse halt nicht. Nee, die kleinen Kühlschränke und so durften wir auch nicht. Ich kann ja eine Kasse bauen. Oh, es wird gebohrt. Oh, das schön. Ist bestimmt dafür da, damit man sich nicht softlockt. Ich kann ja eine neue Kasse bauen halt. Ja, Sorge, das sind nur die Umarbeiten an unserem Supermarkt. Ja, wir machen eine Ladenerweiterung. Jetzt wird Aldi Ost. Aus Aldi Ost wird Aldi West. Warum hört man das überhaupt? Die bauen im Keller. Nein, aus Aldi West wurde schon Aldi Ost. 10 Cent, bitteschön. Das haben wir als Aldi West genannt gehabt. Ich glaube, Aldi wird sich nicht durchsetzen. Bei Cedric ist es ganz schön dunkel. Ja, ich habe irgendwie kein Licht bekommen. Nee, das sind keine Lampen. Hast recht. Ich warte schon mal auf den Bus nach Hause. So.
Weil kann man die Kasse auch einfach bewegen? Warum sollen wir diese dann verkaufen? Oh, jetzt fühlt sich's richtig herum an, das Verkaufen. So ist schön. Okay, muss Johnny. Die Kasse anders hinstellen. Oh ja. Das wird doch nichts mehr. Was, Johnny, komm her, was sagst du? Oder Moggy, was sagst du zu diesem Namen? Was habt ihr für einen Namen? Stuart Lidl. Oh, das ist stark. Stuart Lidl. Teil 3. Guter Part. Finde ich gut, doch. Den kennen wir aus Guess the Game. Ich bin aber begeistert, wie viel Spaß so ein Spiel machen kann, wenn du einfach Multiplayer hast. Sagt so der brauchen wir jetzt eigentlich. Die Kasse macht die ganze Zeit nonstop emsig am Mann. Aber ich kann euch die ganze Zeit irgendwie blöd anschreien. Ich kann nur die Kasse machen, muss nicht das Lager einräumen, ja. Müssen wir hier noch für Laden was kaufen oder kann ich Produkte kaufen? Wir wollten eine Kasse kaufen, noch eine dritte. Die Produktregale sind doch recht voll, ja. Eine dritte Kasse wäre schön, glaube ich. Okay. Dann spare ich. Wir machen eine Eco-Runde. So, Fully, nimm dir mal eine Pause. Okay. Take 5. Können wir einen Kredit aufnehmen einfach? Oh nee. Ja, meistens geht das. Dann nicht. Ich meine, ich wüsste es nicht, wo es gibt nicht so viele Optionen in dem es Spiel. Es gibt so viele Sachen nicht mehr. Keine Cola, kein Pfeffer, keine Erbsen. Das keine stimmt Margarine. Nicht, wir haben so viel Cola. Schau mal hier warum rüber, wo ich bin. Warum findet er das alles nicht? Ist ja dumm. Nee, ja, das ist nur Cola nicht. Zero, wo du bist. Nein, da ist sowohl normaler als auch Zero Cola. Wir haben aber hauptsächlich Zero. Wir Margarine. Haben alles. Weißt du, wann? Dann ist das ein Pisser. Das ist ein Pisser. Oh. Mehl und Pfeffer fehlt. Haben die irgendwie ein anderes Spiel mit Robotern gemacht oder warum sind die überall so Roboter-Werbetafeln? Gute Stimmt, Frage. Du hast recht, das war alles. Das mit ist Roboter relativ lustig, weil da dran steht, dass es in einem Asset Store near you demnächst zu finden ist. Ah. Sparky World. Bald auch in deiner Nähe. Also auf Steam haben die kein anderes Spiel. In deiner Nähe. Disassembled. So, okay. Freunde, bald ist Feierabend. Was macht ihr heute nach der Arbeit? Oh, fällt hier Mr. Bean gleich runter? Ich glaube, Fully mal, Hause, ja, Mr. Bean Marathon. Hier fällt doch Mr. Bean gleich runter. Lass Mr. Bean Marathon machen. Oh mein Gott, warte. Wo ist ein Besen? Und dazu finger ich mir ein paar erstklassige Cornichons aus. Warum liegen keine Besen am Eingang? Da braucht man die. Okay, pass auf, du bist Stuart Lidl. Ich bin Mr. Bean. Oh, yo! Stuart Lidl. Ja. Das siehst du eigentlich so gut, ne? Warte mal, mach das von mir. Auf mich mal, okay, ja. Oh, ich glaube, ich habe alles im Aktienkurs. Ja, was eine Nachstellung. Lass den Besen hier vorne liegen, den brauchen wir hier vorne am Eingang. Ende des Arbeitstages. Tag 3. Plus. Na, finally. Oh, 165. Und Mietkosten 15 Dollar? Aber guck mal, der Mitarbeiter kostet 60. Ja. Und da sind Mietkosten 15 Dollar nur. Wir brauchen 60 Dollar Mitarbeiter. Ist aber jetzt nicht so teuer. Das ist gar nicht. Der Tag fängt an, der steht schon da, er ist ready. Aber können wir den auch wieder nach Hause schicken? Ja, ne? Dass dann den Tag einfach nicht zuweisen oder so, denke ich. Ja, dann ist dein Kostet für dich nichts den Tag. Wahrscheinlich. Das ist ja nichts. Wir haben ja eh noch nicht geöffnet. Dieser scheiß Besen. Du bist immer noch kein cooler Typ. Du kannst da nicht rein. Ich versuch's jeden Morgen. Jeden Morgen denke ich mir so, jetzt bin ich soweit, oder? Jeden Morgen guckt Fully in den Spiegel und Maeve sagt, du bist immer noch kein cooler Typ. So, wir können direkt starten, ne? Weil wir Spanier. Ja. Spanier? Wo sind die Spanier? In unserem Laden bald. Erwartet die spanische Wir haben gehört, hier gibt's WLAN. Die kommen jetzt bei uns gibt's gelben Reis. Seit wann steht die Kasse einfach vor der Tür? Ja. Komm mal her. Können wir den rechtesten gelben Block hier holen? Weil dann steht die zweite Kasse nicht so an der Wand, so dumm. Ich hab keine Ahnung. Einfach woanders. Ja, ich frag dich, du bist der Manager, das ist dein Geld. Ihr wollt die ganze Zeit eine Kasse hier kaufen. Hier ist so viel Platz für Kassen und Zombies. Aber ich rede ja mit dir, ohne dass Johnny es hört. Ich glaube, zwei Kassen reichen erstmal. Ich denke auch, dass zwei Kassen reichen. Ja. Vor allem, weil die Kassen super teuer sind. Okay. Dann kann ich auch mehr Produkte kaufen. Ja, wir haben ein bisschen Platz. Jetzt können die Kunden da lang gehen. Ja. Jetzt kann ich die Kasse hier drüben hinstellen und dann funktioniert die da ganz gut. Okay. Ach komm schon, ich war mitten am... Ich hab grad Rückgeld rausgezählt. Ja, jetzt haben die Kunden Platz. Jetzt ist der Kunde weg. Jetzt können wir hier nichts mehr umstellen, weil der Tag schon begonnen hat, oder? Die Sachen bewegen kann man immer. Ich komm grad nicht. Und jetzt werden wir gleich eine Sache herausfinden. Dann einfach eh. Ach, weil du schon ausgewählt hattest, konnte ich wahrscheinlich nicht. Okay. Die Sache, die wir rausfinden werden, hat mit geschnittenem Brot zu tun. Oh, shit. Wird kann man es nicht sich genauso verkaufen wie die Legenden. Das ist Teamarbeit.
Okay. Ich hab geschnitten Brot hier. Let's go. Hier sind die Sandwiches. Wollen wir mehr Regale befüllen oder soll ich sie ins Lager packen? Keine Ahnung. Machen wir. Ich vergesse mal ein zwei können wir machen. Willkommen zu einer weiteren Folge Mythbusters. Heute finden wir raus, ob sich geschnitten Brot wirklich so gut verkauft. Oh, Mythbusters war sick. Mach ich ultra gerne. War schon gut, ja. Hab ich nie gesehen, tatsächlich. Ja, voll, du hast nur nie was gesehen. Das ist wahr. Du hast aber ja bei jedem 150 Quiz, wenn es in einem Quiz gekauft. Ist, weißt du es. Aber wenn es so ein Gespräch ist, weißt du es nie. Das ist so wahr. Ja, aber beim Quiz kann ich mich auch vorbereiten. Da kriegt er mal von Dashcore vor. Er hat nie von irgendwas gehört, aber von allem in so Quizzen hat er immer gehört. Ja. Ein Interessenfeld ist halt anders, ja. Als was? Anders als die Oma, die im Hühnerstall Motorrad fährt. Genau. Ja, das kennt er nicht, aber dann hat er von irgendwelchen Gesetzen gehört. Nee, ich habe wirklich keine Ahnung. Wie viel Brot haben wir hier? Oh, wo ist Brot? Ich will Brot sehen. Wir haben sehr viel Brot im Lager. Es geht weg wie geschnitten Brot, was soll ich sagen? Wir haben nicht ein... Nein, es geht eben nicht weg, sonst hätten wir nicht so viel. Toast. Vielleicht ist es ein bisschen zu teuer, das werden wir noch herausfinden. Weißt du? Ja, machen wir einfach kostenlos das Brot dann. Nein. Die offendet direkt. Mein Brot ist nicht kostenlos, nein. Wir arbeiten, um Geld zu verdienen. Ja, aber es fällt dir halt auch ein. Mein Brot ist nicht kostenlos. Hat jemand Mineralwasser irgendwie bestellt? Apfelsaft. Sag mal, was fällt dir eigentlich ein? Hab ich gerade, wer länger zum Kassieren braucht? Johnny oder der KI? Sag mal, was, wenn man den... Pass, ich bin voll schnell. Wenn man den Angestellten ja, auf Lager umstellt, bestellt er dann Zeug? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, oder? Nee, der räumt nur, glaube ich, nur von draußen nach innen. Ja. Aber wir haben zwei verschiedene so, naja, von draußen nach drin und dann in die Regale sind zwei verschiedene Jobs einfach. Ja, das ist komisch, weil dieses von draußen nach drinnen ist nicht wirklich nötig. Boah, ich will so ein Race gegen Fully machen, wer schneller kassieren kann. Ja gut, aber wenn man so viele Angestellte hat, dass man gar nichts mehr machen muss, ist halt auch chill. Ich würde ihnen immer die Kasse machen, lass mal das schneller ist als ihr. Hat jemand Milch und Wasser nachbestellt? Ansonsten, wir bräuchten das wirklich. Milchziegel? Ja. Und Wasser. Ich wollte Apfelsaft bestellen, weil jemand das wollte, aber wir haben nicht so, mal Apfelsaft. Haben wir nicht? Doch, wir haben Apfelsaft. Ja, unter welcher Kategorie ist Apfelsaft gewesen? Grundprodukte 2. Warum ist Apfelsaft ein Grundprodukt? Keine Ahnung, warum ist Ketchup ein Grundprodukt? Ich kaufe Apfelsaft einmal, ja? Morgen hat einen Bonus auf Grundschaden. Uns geben 60 Cent für Apfelsaft. Kassiert mal was. Danke. So, ich mal, bin direkt bereit, den Preis vom Apfelsaft einzustellen. Also ich finde Apfelsaft schon sehr lebenswichtig. Wo bringt ihr mal die Kartons hin zum Recyceln? Hier andere Straßenseite. Warte mal, bei diesen dreckigen Tonnen kriegen wir Geld. Ja. Warum sollte man die dann auch generell bei unserer... Hä? Ich verstehe die Tonnen dir getan? Ja, hast du mal gesehen, wie ranzig die aussehen? Richtig hässlich, Mann. Wahrscheinlich schmeißen die Lagermitarbeiter das auch nur weg. Groß. Über dich denken sie bestimmt auch nicht besser. Wow. Der Apfelsaft hat schon einen guten Preis. Ich denke auch. Oh mein Gott, Weißbrot! Endlich kauft jemand Toast. Ich habe herausgefunden, wie ich die Sachen auf den Tisch kriege. Ich muss hier nur oben draufstehen, springen und nach unten gucken. ja, pass auf, oder machst so. Premium Soda fehlt. Ja, die sind so oft schon runtergefallen. Ah, ja, ich sehe es gerade. Oh mein Gott. Premium Soda. Ich dachte immer, ich lege die richtig drauf, aber... Nee, die fallen immer runter. Das Problem. Dann Dann nach oben schauen. Nach unten. Aber du musst springen, sonst legst du es auf den Ball. Ja, du musst draufstehen, springen und nach unten. Johnny, kassier mal ab. Ich mach's immer so von der Seite hier. Hey, ich kassier schon seit 5 Stunden. Ich mach das schon. Das ist mein Johnny, Job. Johnny, kassier nochmal ab. Wir brauchen 60 Dollar für Premium Soda. Jo. Ah ja, so funktioniert's. Dann brauchen wir dich ja nicht mehr. Perfekt. Okay, tschüss. ich geh mich recyceln. Wie geht ein geschnitten Brot weg? Gar nicht. Ja, ich hab's jetzt einmal verkauft, glaube ich. Okay, ich mach's ein bisschen günstiger. Wir haben... Oder doch? Wir haben zwei Reihen und hier in dem einen Regal haben wir zwei Packungen drin, die nur verkauft wurden. Ja, Maeve, guck mal raus. Was passiert? Hallo. Die machen so Winz-Einkäufe. Mach doch mal einen Wocheneinkauf. Hier, niemand zahlt sich jemals über 50. Wo ist denn dieser... War der ganze Session hier? Ich weiß nicht, was das überhaupt ist. Ich fand's gerade merkwürdig. Das ist ein Kanalisationsstrohhalm. Man kann einfach dran hochhüpfen, das ist, als würde er kleben. Oh. Oh, wow.
Was jemand hat Barbecue-Soße nicht gefunden. Darf ich nochmal nachfragen, was ein Kanalisationsstrohhalm ist? Da kann man hier nicht auf dieses Vordach hier raus und find's nee, raus. Das ist Barbecue-Soße fehlt. Können wir uns gleich leisten. Jetzt. Perfekt. Jemand stellt mit dem Preis. Okay, dann nehme ich das Preisgerät. Leute sind echt fucking unentspannt. Was ist es schon die ganze Zeit zum Laden gewesen, dass alle sagen, das habe ich nicht gefunden und das habe ich nicht gefunden. Ah. Vor allem die Sachen, warum die Sachen, kauft ihr nicht das, was hier ist? Die meckern auch für Sachen, die wir gar nicht kaufen können. Wir kriegen auch keinen weiteren Franchise-Punkt. Oder können wir Pfeffer kaufen? Nee, ne? Können wir nicht. Wir brauchen übrigens auch wieder Vanillepudding. Kaufen. Pfeffer müsste doch zu den Grundprodukten gehören. Mehr heute Abfüßer. Ist richtig was los. Thunfischpastete. Was ist wichtiger? Was findet ihr grundlegender? Pfeffer oder Apfelsaft? Apfelsaft. Ja, bist du dumm? Wieso bin ich jetzt dumm? Ich hab doch nur gefragt, was ihr besser findet. Er hat dich nur gefragt, ob du dumm bist. Du kannst auch Nein sagen. Das eine, ja, eben. Frage, du einfach Nein sagen. Recht, du hast recht. Ich dachte, ich hab ihn, aber... Leute, hier stehen echt viele Leute. Ich hab mir selber eine Falle gestellt. Hey, Scheiße! Da wird geklaut, Ich bin wo Besen! Prüge ihm die Scheiße aus dem Leib! Wortwörtlich, der lässt es fallen. Yeah. Ja, war nur eine Sache scheinbar. Thunfischpastete kostet $130. Oh, wir haben zu viele Kunden, ja, wir brauchen eine Kasse. Jo. Oha. Okay, schon ein Besen. Die werden klauen. Oha. Okay. Ich halte auch mal Ladendiebschicht. Ich kümmere mich ja auch hier drum. Au. Ey, ich bin kein Ladendieb, Vorsicht. Wollte gucken, ob du aufpasst. Wie? Aua! Du kannst mich nicht von denen Leck verprügeln. Nee, wir müssen hier aufpassen! Leck mit dir. Dem Azubi habe ich auch noch einen mitgegeben. Oh, da kommt einer! Ha! Hab dich! Na! Das ist so dumm. Hat der überhaupt was verloren? Eine Sache, ja. Eine Sache, die hier liegt. Oh mein Gott, sind hier viele Kunden. Ich mach's so schnell wie möglich. Wir brauchen noch $1000 einfach, um jetzt diese Kasse zu holen. Ist der beliebteste Laden im gesamten Viertel. Stuart Lidl ist so schnell. Morgen, komm mal mit. Du bist auch der Einzige. Wo bist du? Neben dir. Da. Ich kann mal auch rückfahren. Jemand hat Orangensaft. Ja, ich war doch auch mit euch da oben. Nee, da war nur Maeve. Nee, ich war mit euch. Ich bin nach Maeve hoch. Okay. Sag mal, Junge, kassierst du? Ich bin doch hier. Ja, dann bin ich auch. Ich habe das Gefühl, unser Mitarbeiter kassiert nicht. Dann mach du das, Fully. Es stellt doch keiner was drauf beim Mitarbeiter. Ja, deswegen sind alle bei mir. Oder? Weil da drüben ja keine funktionierende Kasse ist. Da liegt Geld. Jetzt, ich habe das Geld aufgehoben. Vielleicht kann er jetzt wieder arbeiten. So, ich habe Kassierer 0 von 1 gemacht. Nochmal 1 von 1. Vielleicht wurde er gleich zurückgesetzt. Ja, das könnte sein. Auf jeden Fall, er ist hängen geblieben. Wo denn? Der marschiert langsam rüber, er lässt sich Zeit. Ja, da steht viel Zeug und ich werde an dieser Kasse vorbeigehen. Er ist hängen geblieben und stuck ist er auch. Ne, jetzt macht er. Ich werde nun an dieser Kasse vorbeigehen. So, ich hoffe, und hier Jungs? Will sonst niemand mehr klauen. Erste Stunde Besenreiten. Oh, das sieht echt aus wie bei Harry Potter. Warte, ich hol mir auch einen. Haben wir noch einen oder? Ja. Wie jetzt draußen steht. Wie hieß die Besenfluglehrerin? Wir sind die Garde. Fuck. Ich komme auch nicht vergessen. Drauf. McGonagall? Meint ihr? Nee. Crowd oder so? Nee. Crowd? Nee. Was nicht was mit F? Finnegan? Finnegan? Ich sag aber welchen Namen. Was ist der Finnegan? Finch. Yeah. Was, Finch? Gab's mal dann Finch? Ich google. Nee, Filch ist der Hausmeister. Ja, und Sprout ist Harry. Hooch. Es war Hooch, oder? Hooch. Ja, Hooch. Madame Hooch. Fully, was vermissen die Leute so? Oh, wie eine Eule einfach. Oh. Sonnenblumenöl, Packung ohne Kuss. Was? Hutsch ist Cola, eine Eule. Magerkäse. Wir haben Margarine. Cola. Ja, Hutsch klingt wie eine Eule. Es klingt so, ja. Magerkäse und Rehabohnen. Hutsch. Und Margarine. Erbsen, Senfsoße, Katzenfutter. So viel Geld haben wir nicht. Margarine können wir noch mitnehmen. Ey, ich muss hier kassieren. Hundefutter. Eine einzige Aua. Flasche. Aua. Hat ihr was geklaut oder habt ihr ihn einfach so verprügelt, weil ihr wieder Bock hattet? Warum kostet diese Flasche Wasser 2,10 Euro? So, will jemand mir beim Einräumen helfen? Bei ein paar Sachen musste ich noch einen Preis eingestellt. Ich habe versucht, gerade mich einzuräumen. Haben wir überhaupt Zeug draußen stehen oder was? Ja. Oder was? Okay.
Oder was? Wir haben Zeug. Aber jetzt haben wir ja schon wieder nicht das Geld für die Kasse. Ja, ja, ihr spart nicht auf die Kassen. Niemand will den Preis? Okay. Ich kann es nicht kassen. ich habe Creme Fraiche, wo muss die hin? Die hat mir noch nicht, deswegen muss der Preis eingestellt werden. Kein Behälter für diesen Typ. Die muss gekühlt werden. Ja. Der Typ, oh mein Gott, Behälter. Das ist eine Maxi-Portion. Ah, Moggy macht schon. Nee, Moggy ist immer sofort da, wenn es um die Preise geht. Da haben wir gar kein Mitspracherecht. Das ist mein Laden. Stuart Lidl, ich bin hier geboren und ich werde hier auch sterben. Moggy, rat mal, was ich gerade verkauft habe. Stuart Lidl? Deine Würde. Mein Lebenshund. Geschnitten Brot. Yeah. Nein. Ich verstehe das nicht. Geschnitten Brot oder deine Würde? Was hier manchmal passiert. Gibt es irgendwo noch Preise für mich einzustellen? Neue Produkte eingeräumt? Hast du den Thunfischpreis auf 33 gestellt? Ne, Margarine meine ich. Ich habe keine Ahnung, wo die Margarine ist. Ich habe nur die Creme Fraiche reingeräumt. So, Jungs, an jeden Ausgang liegt ein Besen. Hier unten, Mogi. Das ist Margarine. Ich mach jetzt die Cola ein bisschen teurer. Rita, was kosten die Kondome? Nein, die haben keine Kondome. Die Margarine. Der Fruchtjoghurt ist nicht mehr so beliebt. Was ist da eigentlich passiert? Früher wollte jeder Fruchtjoghurt. Ja, aber dann... Der war in aller Löffel. Und jetzt einfach nichts mehr los damit. In aller Löffel. Dann haben sie festgestellt, dass Fruchtzwerge besser sind. Baldrian? Wir haben kein Gott, Baldrian. Das ist ein bisschen bis Baldrian. In die andere Richtung. Das ist Supreme Flower. Oder Soda-Packung. Orangensaft. Wisst ihr, ist das Problem. Fuli sagt immer, was für Dinge fehlen und dann kaufe ich, sondern dann heißt es, oh, wir wollten doch eine Kasse kaufen. Ich glaube, wir brauchen keine Kasse mehr, weil jetzt kommt... Wir brauchen keine Kasse, der eine Typ ist. Oh mein Gott, was kann hier stehen? Ja. Nein! Was macht ihr denn? Nichts. Sonnenblumenöl? Das glaube ich euch, das klingt immer nichts hass. Oh, manchmal fast da, oh, da fliegen sie alle. Bei mir nicht. Bei mir sind alle jetzt weggeflogen. Ne, bei mir sind alle da. Wir haben keine Kunden mehr. Okay. Ist der Laden dicht? Das sind doch Kunden. Ja, ja, aber die was aufs Bann. Johnny, guck mal raus. Hallo. Jetzt dauert's, bis er mich sieht. Andere Seite? Ja. Oh, da. Das ist so weit weg. Was? Nein, hier oben. Oh. Ach, da oben. Jo, das geht. Ich hab noch ein bisschen was. Wie hast du das wieder angestellt? Das ist übrigens der Kanalisationsstrohhalm. Die Kisten sind übrigens voll. Also, wir müssen wieder ins Lager. Oh, Johnny hat einfach seine Kasse für da. Oh mein Gott. Ich hab Johnny auch rausgerufen. Ich meine, ja. Das durfte Johnny. Hat Erlaubnis. Nee, Mann, Schneemann. Ich brauch keine Erlaubnis von euch, um mir die Beine zu vertreten. Der war ein Kunde. Wie lange machen wir noch? Dann sind wir schon 20 dabei? Ja, ich denke, das reicht. Ja. Ich glaube, wir haben auch so ziemlich alles wir gesehen. Wir haben alles außer, gesehen man, von dem Spiel. Gesehen, ja. Wir sind so bei plus minus Zombie hat einen Weg gefunden, out of bounds zu gehen und jetzt wir haben alles gesehen. Nee, ich war alles. War ich out war of ich bounds? Nein. Ich war ja noch in den Grenzen, ja. Ja. So halbwegs. Ja. Okay, das war unser kleiner, unser Laden, Stuart Lidl. Stark. Ich mag den Laden. Uns fehlen viele Produkte. Wir hätten das Geld am Anfang in 3 Kassen investieren sollen. Aber das haben wir nicht gemacht. Haben wir dann nicht mehr. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Au. Ciao.